So, wir versuchen es heute mal an einem Lost Place mitten in einer Stadt. Das Ganze ist jetzt nicht so ganz stubenrein, was wir hier machen. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Meine Frau hat bei der Gelegenheit auch schon ein Cache aufgemacht. So, harren wir mal der Dinge, die da kommen, gell? Okay, wir sind jetzt auf dem Gelände. Mal gucken, ob wir keinen Besuch kriegen hier, das ist die Frage. Gehen wir ein bisschen von der Straße weg hier. Da geht schon mal rein, hier geht es auch rein. Oh je. Ich weiß auch gar nicht, wenn man hier, sag ich ja, wo man hintritt. Hast du feste Schuhe an? Okay. Ich kenne da Aufnahmen, das sah hier noch besser aus. Ein paar Turnschuhe. Das ist 58. Hier geht es noch in den Keller runter. Ich weiß nicht, ob sich der Keller lohnt. Normal hier auch nicht. Die Liefer auch hier rum. Ja. Jetzt wohl mal gebrannt, so wie es aussieht. Ziemlich, ja. Gab's Obst und Gemüse. Ein bisschen Licht. Ja, alte Kühlräume, hier ist alles auch verharzt. Okay. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht wirklich. Aber hier laufen stellenweise Leute durch, so wie ich es an Spuren sehe. Thank you.
Stell mal die Perspektive. So, was ist hier? Wahrscheinlich Heiztank. Ne, Heiztank, Heizung. Mehr haben wir hier nicht. Wir sind hier auf dem Gelände oder in den Gebäuden einer ehemaligen Molkereigenossenschaft, die es wohl lange schon nicht mehr gibt. Danach haben sich noch einmal ein paar andere Unternehmen hier niedergelassen. Zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, das war so eine Autoreparaturwerkstatt, Tuningwerkstatt. Man sieht das auch an den Kotflügelteilen, die da draußen rumfliegen. So, hier müssen wir aufpassen, hier ist ein Loch. Loch im Boden. Hier, siehst du? So, wir gehen mal durch die Tür, ohne die Türe zu öffnen. Hui. Das ist doch mal Metall. Okay, wahrscheinlich Toiletten. Denke ich mal. Ja, und hier riecht es noch Hals irgendwie sauer. Ich weiß nicht, ob der Geruch aus den Toiletten kommt, eher nicht. Das ist ein ganz schön großes Gebäude, oder? Mhm. Das ist hier gar nicht. Nee. Aber sowas sieht immer cool aus, wenn ja, durch die Gesplitter am Fenster, wenn du sie mal ausguckst, dann. Okay. Und pass auf, dass du den Skipper nicht verlierst. Lass mal den Skipper sehen. Rückansicht, Skipper. Der Urbex-Pinguin. Okay, weiter geht's. Pass auf, geh nicht so weit nach links, weil da ist ja jetzt ab. Na, guck mal hier. Ist das gesehen überhaupt das Emblem hier? Der Rosenthal. So, dann gehen wir mal weiter. Ja? Ja, wir hätten gleich darüber gehen sollen, dann kommen wir nämlich da hoch. Wir müssen nochmal zurück. Ja, ich gehe mal vor. Da gibt es die Treppe, die da hoch geht. Irgendwie. Oder? Ja. Vorsicht, hier ist irgendwelche Kacke.
Wenn du hier hochkommst, gleich hier oben. Da haben irgendwelche hingeschissen. Hier auch. Whoever. Überall, guck dir das an. Ich hab's beinahe das Gefühl. Ja. Warte, we take some pictures, is it okay? Okay. Is okay? Thank you. So, alle schon ganz schön runter hier. Das sieht aus, als wäre es mal so eine Essensausgabe gewesen hier, Kantine. Cool. Das Gravity da, ja. Das Gravity sieht cool aus. So, wir sind nicht allein auf dem Gelände. Ich befürchte, das sind Illegale hier, also ein bisschen Vorsicht. Okay. Ha? Wir gehen hier runter, ja. Also ich glaube, irgendwann muss ich da einen Akku wechseln. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht geladen habe, den ich da drin habe. Da ist eine Sackkarre. So. Let's have a look over here. Na guck mal, hier kommen wir auch hoch, hier können wir auch noch nach oben. Ja. Was? Gefangene Seelen? Verzweiflung, Vernichtung, Verleugnung. Okay, hier scheint jemand zu Hause. Irgendwo, ab und zu. Da steht die mal eben gesehen. Mann, hat die Runde gedreht. Kaffee, Toilettenpapier. Skateboard-Rampe. Okay. Utah.
Ein kleines Wunder. Wenn wir schön vom Fenster hier wegbleiben, damit man es von der Straße aus nicht sieht. Das war wahrscheinlich mal das Büro vom Chef. Hier vermutlich mal Büroräume, Großraumbüro. Okay, hier noch kommen, ohne dass ich auf unsere Mitbewohner hier stoße. Ach nee, der Boden ist nicht mehr sauber hier. Der vibriert schon ziemlich unter einem. Also Rückzug. Wie gesagt, ein Teil der Sache muss noch genutzt werden sein. Ja, weil wir hier noch ein Gebiet oder was in den Paradieso. Paradieso, genau. Aber ich glaube, hier ist alles zu. Ja, da ist alles dicht. Hier denke ich mal, ist alles. Mal gucken. Kommt man auch nicht weiter, denke ich mal. Ja, ist ähnlich leer wie die anderen Dinge auch hier. Ja. Ja. So, wie ich gerade sehe, ich hatte da noch in Erinnerung, dass hier vorne, wo dieser riesen Schutthaufen liegt, neben diesen Hallen hier, da war noch ein hohes Haus, mehrere Etagen. Das scheint gar nicht mehr zu existieren. Das ist wohl abgerissen worden, wenn ich das richtig sehe. Da liegen nur noch die Trümmer. Hier noch diverse Autospoiler. Ja, that's it. Unser Besuch in der alten Molkereigenossenschaft. Jetzt wollte ich auch noch die schöne Tour fotografieren. Ah, Club Paradiso, das muss ich auch noch aufnehmen da hinten. Da vorne das Wohnhaus, oder was heißt, da stand ein hohes Gebäude, das existiert doch gar nicht mehr. Das ist wohl in sich zusammengefallen. Club Paradiso. Cool. Ich will auch in Club Paradiso. Lebensmittel. Okay. Spoiler. Eiskratzer. Da ist jemand ein Brot.
Genau. Na, das ist ja, es war, ich kenne Aufnahmen, okay, die sind 8 Jahre alt, da gab es den Zaun auch nicht. Ja, ich frage mich gerade, lohnt sich das hier nochmal? Na, vielleicht, mal gucken. Vielleicht. Ah. Ja, es wird hier überall gebrannt haben. Ja, hier geht noch eine Treppe hoch. Ja? Ja. Ja? So, schauen wir hier nochmal. Da geht's nach unten, da wollen wir nicht hoch. Aber guck mal, hier hast du noch so schöne alte Wandverzierungen. Okay, Toilets. Hat ich das eben gesehen? Das ist wahrscheinlich von dem Gartenmarkt noch irgendwas. Ja. Jetzt ganz blöd bleiben, ich habe da irgendwo einen Treppenaufgang gesehen hier. Ja, anscheinend nicht. Nö. Ja, mein Akku läuft auch langsam zur Neige. Ach, das ist ja in dem anderen Raum wahrscheinlich. Aber ja, das hilft nichts, das war der Aufgang zu dem Nebengebäude, was eh kaputt ist. So, das heißt hier wieder unten durch. Ja. Oh wei. Ja, das hat übel gefackelt hier. Da brauchen wir gar nicht mehr hoch, weil. Nee. Das ist alles Game Over hier. Schade, mal wieder ein paar Jahre zu spät für so eine Sache. Je, denke ich mal, ja. Ja? Es war schon ein ganz schön großes. Ja, es war einmal. So Leute, das war unser Besuch in einer ehemaligen Molkerei, Molkereigenossenschaft.
Die letzten Aufnahmen, die ich gesehen habe, okay, die ich gesehen habe, die waren 8 Jahre alt. Da sah es hier auch noch ein bisschen besser aus. Ja. Inzwischen ist das eine hohe Gebäude, das ist abgebrannt. Das kann man total vergessen. In den angrenzenden Lagerhallen auch jede Menge Brandspuren. Und wie gesagt, draußen da wohl einige Illegale drin. Also von dem Bereich haben wir uns mal ein bisschen ferngehalten. Ja, wir wollten da die Intimsphäre unserer Zugereisten nicht stören. Wir leben ja in einer Willkommenskultur, gell? Und ich weiß nicht, ob wir bei denen da willkommen gewesen wären. Ist jetzt mal nur so eine Vermutung. So, für heute ist also Schluss. Jetzt geht's ab ins Hotel. Schönes kaltes Bierchen trinken, gut essen. Und mal gucken, was morgen so auf dem Plan steht. Schauen wir mal. Also in dem Sinne, macht's gut, gell?